Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Eventuell der letzte, ich sage eventuell, weil wir schon sehr, sehr weit sind mit den Nebenquesten. Bei der Hauptstory haben wir eh nur noch eine Quest vor uns. Und da wollen wir jetzt auch heute direkt weitermachen mit den Nebenquesten. Ich sage extra hier, dass das eventuell der letzte Stream ist, weil es sind nur noch so sechs Nebenquesten ungefähr auf unserer Karte. Also eine, die wir jetzt gerade im Fokus haben, mit den Seismodingern. Zwei, die noch im Hollywood Boulevard irgendwie auf uns warten. Beim Venice Beach müssen wir noch mit den Scopes gucken. Und bei der Ocean Avenue sind auch so gesehen vier Nebenquesten. Ich zähle die Suchmeldungsquesten zu den Nebenquesten. Also wir haben nur noch sieben Nebenquesten vor uns, wenn ich das richtig gezählt habe. Und dann fehlt halt nur noch die Hauptquest. Und dann sind wir auch mit dem Spiel durch. Also entweder bei diesem Stream werden wir dieses Spiel abschließen oder bei dem nächsten. Eins von den beiden. Aber wir werden definitiv jetzt demnächst das Spiel mal abschließen. Ja, beim letzten Mal ist der eine Rettungsschwimmer gestorben. Wir hatten da Nebenquesten sonst noch weitergemacht. Ich schieb das hier mal aus dem Bild. Den Hammer, den ich letztes Mal noch geholt habe, habe ich verbessert. Den Schraubenschlüssel habe ich verkauft. Und ich habe hier einen Mod verändert. Also da habe ich jetzt den einen Booster durch Aufladebooster verbessert, dass ich da jetzt den Schadensboost kriege. Und jetzt dürfen wir erstmal Richtung Kanalisation wandern. So, muss ich wirklich in die Kanalisation rein? Da liegt auf jeden Fall eine interessante Nachricht. Gehört aber zur Nebenquest, wie es scheint. Seismographenstandorte. Wir sollten uns das aufschreiben, sonst wissen wir bald nicht mehr, wo diese verdammten Dinger stehen, Cynthia. In der Nähe vom Bel Air Zugang, gleich hinter dem Mitarbeiterraum an der Gabelung links, im Tunnel hinter dem Hydrostat Management System, im Bereich Filterung und Wartung, oberer Kontrollbereich und beim Hauptklärtank, da scheint das Epizentrum zu sein. Mit Ellis Daten abgleichen. This'll be easy. Das wird mir wahrscheinlich gleich angezeigt, sobald ich in die richtige Kanalisation rein bin. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich da irgendwann noch mal rein muss. Warum schaltet sich die Lampe jedes Mal aus? So, wo genau darf ich denn hin? Hier unten war keine Schnellreise, ne? Doch hier. Ne, das ist ein Zonenausgang. Ganz am Ende ist eine Schnellreisekarte. Na gut, kann ich eventuell die Hi, Luciana was Geldkassetten right. hier mitnehmen? The excursion did not go well. Hier wäre auf jeden Fall eine. Also wenn die richtigen Zombies da sind, dann gönne ich mir auch. Wie sehen die Seismographen überhaupt aus? Whoa. What are the odds? Kann es sein, dass da einer war? Gotta be one of Lucianas devices. Seismograph A. I'm no Quakeologist. This looks right to me. Sind einfach nur Kisten? Okay, das nächste ist dort. Frag mich hier gerade, warum rastet die Musik gerade so aus? Hier ist doch nix. Wieso rastet das so aus? Muss gleich die Waffe mal wechseln. Mierda! Another one. Hi. Hi.
Du kriegst deine Ladung gleich. Ich muss gerade erstmal nachladen. Sie war die richtig ekelhafte Zone. Okay, da wartet gleich der Seismograf, der nächste. Hier rechts drin ist das Teil, ne? Was ich looten kann, diese Geldkassette. Vielleicht ist der Typ hier jetzt irgendwo direkt in der Nähe. Einfach mal ausgeschaltet. Also ich guck ja zumindest, ne? Wieso sind die Dinger jetzt eigentlich angegangen? Okay, hier ist kein Zombie mit Schlüssel. Wenn ich die nicht finde, dann ich suche die auch nicht. Can't see a damn thing. Can I get rid of this stuff? Nein. Gute Frage. Er hat sie, glaube ich, beantwortet mit Nein. Okay, tötet euch selbst. Warum ist sie überhaupt so ein ekelhafter Nebel? Nee, das Ventil, das wird hier wahrscheinlich nichts lösen. Hier liegt auf jeden Fall eine Nachricht. Nee, das ist der Schlüssel für den nächsten Seismografen. Ich muss nur den Seismografen selbst finden. Also zumindest einen Schlüssel habe ich schon mal. Ich sehe einen Scheiß, ne? Ich habe die Kabel mal verbunden. Vielleicht kann ich ja jetzt hier den Strom anmachen. Nee, ich glaube, mit diesem Hebel würde ich das halt echt wegmachen. Ich sehe halt, wie gesagt, einen Scheißdreck. Ach, auf der Seite. Da hat das Kabel noch gefehlt. Jetzt aber wahrscheinlich. Sehe ich jetzt was? Booyah, that's better. Ah, schon viel besser. Endlich sieht man was. Ist echt unangenehm, wenn man nichts sieht. Danke, den nehme ich. Jetzt ist die Frage, wo der Seismograf liegt. Ich komme mir doch nie im Leben rein, ohne eine Schrotflinte zu lösen. Da ist der Seismograf. That's where you're hiding. So, und der dritte. Der liegt hier so ein bisschen mittig.
Und von dort aus kann ich dann auch direkt wieder Kehrten machen. So, Neons Notiz. Ich hab dir doch gesagt, es gibt keinen besseren Platz für diesen Elektroschrott. Jetzt schuldest du mir ein Bier. Aber ich kann den blöden Schlüssel nicht finden. Hab ihn vielleicht im Tunnel unter dem Kontrollraum verloren. Ich schau mal nach. Bin gleich wieder da. Niran. Ich glaube, das ist nicht gut ausgegangen. Ein Tunnel unter mir. Ich hoffe, sie meint nicht den Tunnel, der war ekelhaft. Es war Hallway of Death. Ja, das sind nächsten Notizen? Nee, Illes Notizen. Ja, und ich habe überall geschaut, aber ich kann deinen Schlüssel nicht finden. Vielleicht steckt den einen von Zins Ekelhaufen. Such ihn da besser nicht. Komm einfach wieder in den Kontrollraum, falls wir uns nicht über den Weg laufen. Hier wird das langsam echt zu gefährlich. Eli. Oh, I know that sound. Ja, ich auch. Warum soll? Warum soll es immer schön? God damn it. Wie ist der Schlüssel überhaupt hier reingekommen? Ja, ich würde auch genervt stöhnen, allein da überhaupt drin suchen zu müssen. Ich tue mir den Stress gar nicht erst an. Irgendwann muss ich fündig werden. There we go. Hier werden bestimmt irgendwo noch weitere Informationen. Where did you come from? So einer. Einfach instant vernichten. Ich sagte doch, ich höre einen ekelhaften. Für den Fall der Fälle. Okay, noch mit Notizen. Ja, und ich habe überall geschaut, aber ich kann deinen Schlüssel nicht finden. Nee. Okay, just one of einer fehlt noch. Ja, und von dort aus kann ich dann vom Prinzip her direkt durch zum anderen. Ich kann eigentlich sogar direkt zum Venice Beach durch. Wenn ich dann eh schon dabei bin. Ich muss echt durch den Hallway of Death. Weltstudien-Notizbuch. Hypothese B in Verbindung mit Ausbruch. Okay, okay. Der Faktencheck. Erstes seismisches Ereignis korreliert mit massenhaften Auftauchen von Infizierten in L.A. In der Folge ungewöhnliche Nachbeben. Wir sind hier runter, weil sicherer Ort für die Seismografen, aber ganze Armee von Infizierten und widerliche koagulierende Massen. Viertens, Hauptklärtank läuft über. Fünf, Ranken, die aus der Masse in den Boden wachsen. WTF, WTF, WTF! Möglicherweise für die seismischen Aktivitäten sorgen, falls diese Ranken Wärme und Druck generieren oder tief genug in den Boden dringen. Folgerung, benötige Daten direkt aus der Quelle. Okay, werden wir einen Seismografen schnappen, einen von den vielen. Komm einfach her.
Ah, ich vergesse immer, dass die nochmal Elektrizität von sich geben können. Ich will nicht in den Ekelgang. Erstmal die Kleinen ablenken. Das hier war richtig ekelhaft. Hier ist halt auch infizierten Hölle. Also hier kommen die richtig in extremen Massen. Warte mal, leichter. Und hier in der ganzen Scheiße muss ich nach den Seismographen plus Schlüsse suchen. Das wird zum Kotzen. Der kann hier sonst wo liegen. Warum muss ich überhaupt in diese Grütze noch mal rein? Obwohl, ich könnte mir gut vorstellen, dass er an dem Ende von dem ganzen Scheiß liegt. Erstmal den. Dachte ich mir doch, dass hinter mir was spawnen will. Ich gehe dann auch direkt zu Venice Beach durch. Kein Bock hier nochmal durchzulatschen. Da haben wir den Wartungsarbeiter. Hier geblieben. Wo ist der hin? Der war doch hier gerade noch. Als ob du bis zum Anfang durchgesprintet bist. Lachterbosse sind auch mega zum Kotzen. Es war vor allen Dingen nur der Schlüssel für die Kiste hier, glaube ich. Alter, das wird doch 100 pro am Ende von dem ganzen Scheiß liegen. Seismograph plus Schlüssel. Natürlich. Bessere Frage ist jetzt nicht, okay, wo der Schlüssel ist, sondern wo der Seismograph ist. Ach, direkt hinter ihm. Puta madre. Dann bitte. Nein, ich seh die Hässlichkeit. Ach, ich muss auch noch dort kämpfen.
Dann will ich wenigstens den zuerst loswerden. So, ich würde dann, wie gesagt, einfach hier direkt durch. Dass ich bei dem Schnellreiseding mit dem ganzen Weg zurück zu Cutscene würde länger dauern als in die andere Richtung. Irgendwer stöhnt hier. Erstmal raus aus der Scheiße da. Dann kann man über alles andere reden. Außer ich stehe nicht mehr in diesem komischen Matschgewölbe. So, ich weiß, dass ich hier die ganzen Shortcuts freigelegt hatte. Zombie-Axt des Anzapfens. Okay, dafür habe ich jetzt diesen einen Schlüssel geholt. So. War hier nicht irgendwo eine Schnellreisekarte? Wenn den ganzen Weg zurückzulaufen dauert wesentlich länger, als wenn ich jetzt hier einfach eine Schnellreisekarte nehme. How does this place get worse every time I visit? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Macht irgendwo auch Sinn, dass da zwischen einem Mutator war, ne? Warte. Wieder zurück mit euch. Der geistert genau unter mir rum. Der Sprengheini. Ja, ich will zur Ocean. Nee, hier geht's zur Ocean Avenue. Ach, ist eigentlich auch egal. Ach, hier komme ich raus. Schmelzen lass nach. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich einen Kaustikgeher vernichtet habe, aber. Effekt der Elektriker. Sind halt durchgehend am gegenseitig grillen. Auch schön. Ich habe noch gemerkt, dass das ein Schocktyp ist. Schlüssel des Elektrikers. Wo ist denn seine Tasche? Wo komme ich hier überhaupt nach oben? In der Geldkassette könnte das Teil von ihm sein. Ach, hier sind jetzt mittlerweile auch die Matschbirnen drin, oder wie? Ich will nur gucken, ob ich mit den Elektrikerschlüsseln hier richtig bin. Ah, oh, die sind wohl überrannt worden. Oder kam ohne ihre Anführer nicht mit sich. Kann auch sein. Ja, hier ist der Werkzeugkasten. Überlegener Diskampfkampf
Verstümmler. Ja, klingt nice. Ich guck mal eben kurz hier in den Shop. Da ist eine Nachricht. Dienstplan. Ich möchte, dass ihr alles, was ihr für die Gruppe tut, hier auf diesem Blatt Papier zusammen mit eurem Namen aufschreibt. Wir gehen nächste Woche alles durch. Und wenn einer von euch seinen Beitrag nicht leistet oder lügt, was das angeht, werde ich es mir merken. Von Denise. Montag, Wache geschoben, Denise. Stromversorgung, Bob. Okay, Essen gekocht, Jeanette. Unterhaltung, Tan. Hotelzimmer nach Brauchbahn durchforstet, Johnny, John, Danny und Doogie. Tisch, Evie, Sid, Ken, Ava. Abwasch gemacht, Rosa. Ist da irgendwas Interessantes drunter? Zombie geschlüpften, töteten, der reingeschlüpft war. Türen zu Denise. Okay. Sondern nicht interessant ist jetzt aber nicht, was da auf dem Dienstplan steht. Don't you have undead horrors to kill? So, dann können wir jetzt mit dir reden. I'm back with your data. Excellent. To be honest, I doubted your chances, but you proved me wrong. You're a significant outlier. It's bad down there. All your colleagues are dead. We knew what we were getting ourselves into when we chose the high-risk, high-reward world of seismology. With the data returned, the expedition was all worth it. Uh-huh. Listen, while I was there, I felt more tremors. The zombies reacted to them. They went crazy. Fascinating. Let's hope what you brought back is enough to construct a firm hypothesis. Now please, you must leave me to the data. You're welcome. Yeah. Oh, nochmal eine Notiz und eine legendäre Großkaliber. Ach, warum zeigst du mir die an, die ich eh schon hab? How utterly perplexing. Aber die Knarre könnte interessant sein. Vergleich. Naja, das kann ich nicht ändern. Kann ja einfach das hier zu den Giftdinger machen. Ich würde da gerade eine Großkaliber draufpacken, dann ist die 100 Pro besser als meine jetzige. Bum, bum. Okay, Explosion bei Treffer. Und da hätte ich eigentlich gerne auch wieder was mit Nachlade. Aber ist definitiv besser als meine alte. Also? Ach ja, das ist ja auch eine spezielle Knarre, ne? Ich habe so viele spezielle mittlerweile. Such a shallow seismic activity. Okay, hier in Bel Air sind wir dann auch fertig. Hier ist keine weitere Nebenquest. Jetzt fehlt nur noch hier im Endgebiet. Keine Ahnung, wie da überhaupt noch zwei Nebenquests sein können. In der U-Bahn haben wir alles, beim Pier haben wir alles, beim Venice Beach müssen wir mit den Scopes noch gucken, Ocean Avenue haben wir halt noch die Nebenquesten, beziehungsweise Suchmeldungsquesten. Da würde ich jetzt direkt als erstes tatsächlich hingehen, weil da muss doch irgendwo sich was aktivieren. Also ich laufe jetzt hier einmal Kreise. Es könnte natürlich sein, dass es wie mit dem einen Typen ist. Einfach so random in der Gegend irgendwo. Und dass ich auch erst, nachdem ich die eine Nebenquest von ihr gefunden habe, erst dann die Suchmeldungsdinger bekomme. So, how's it looking? Okay, Patient Sid Foster. Wir haben hier Triage S. Foster, John. Sid hörte während der Arbeit heute Morgen einen lauten Knall und kann seitdem nicht mehr auf den Zehen seines linken Fußes stehen. Sichtbare Symptome? Schwellungen. Und Verfärbungen rund um die Ferse. Wahrscheinlich ein Riss der Achillessehne. Möglicherweise eine Infektion. Prognose mit Operation und Antibiotika besteht eine Aussicht auf Regeneration. Allerdings Folgeschäden zu erwarten. Patientin Jeanette John. Geriet in einen Stacheldrahtzaun und erlitt dabei Abschürfungen der Hornhaut. Symptome, Schmerzen, Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit, Rötungen. Bearbeitet die Folgen des Unfalls Metall sehr gut. Obwohl die Gefahr einer dauerhaften Erblindung besteht. Prognose mit Antibiotika und angemessener Behandlung, Aussicht auf vollständige Genesung.
Im Moment haben wir nicht genügend Antibiotika für beide Patienten. Es stellt sich also die Frage, welcher der beiden Patienten hat die besten Heilungschancen. Für SidKid, selbst wenn er sich erholt, würde er sich und anderen durch seine Behinderung in Zukunft möglicherweise in Gefahr bringen. Bei der Netten lege dieses Risiko deutlich niedriger und sie spielt innerhalb der Gruppe eine wichtige Rolle. Die Antwort liegt also auf der Hand. Ja, aber das klingt trotzdem echt fies. You're going to be fine. Just rest. The antibiotics seem to be working. Ah, damn! Recovery sure does hurt like a bitch. The pain will ease soon. Just be patient. Hat die Antibiotika bekommen? I heard you and Janet talking. Kind of. Something about her eye. You're gonna treat her too, right? I'll help her. And the rest of the hotel. This hotel needs me. And I'm going to do the right thing for everyone. Sounds like a lot of responsibility. You know, being the only doc we got. I used to think so. But not anymore? No, not anymore. Ich glaube, die eine hat sie sogar überredet, dass die Schmerzen und so weiter bekommt. Ist ja richtig putzig. So, warte, noch mal gucken. Wo genau? Okay, Küche. Weit unten. Da. Hey, Constant. You need to see this. Lass zum Anden lesen, okay. Das da oben kann ich nicht lesen. Ich kann nur Chupacabra Ubaracha. Das klingt wie ein Song aus den Tropen. Und der Herr aller Herren sagt, ich bin die machtvolle Zeit. Der Quell der Zerstörung. Der erscheint, um alle Welten zu vernichten. Selbst wenn ihr nicht teilhabt, sollen die Kriege des feindlichen Heeres aufhören zu existieren. Dann wieder irgendwie so ein Song gefühlt. Darum erhebt euch und erlangt Ruhm und Ehre. Überwindet eure Feinde und genießt Wohlstand und Macht. Diese Krieger wurden schon von mir getötet. Und du, oh großer Bogenschütze, bist nur ein Werkzeug in meinen Händen. Okay. Das nächste ist im Burger 66 und Auto. Dann haben wir hier auch alle Scopes und müssen eigentlich komplett alle Scopes damit sogar haben. So, hier drin müsste mein Scope liegen irgendwo. Da ist sie. Okay, Constant. Heliospheric and galactic current sheets. The surfaces where the polarity of the magnetic field changes from north to south. This field extends through the sun's or spiral galaxy's equatorial plane. An electrical current flows within these sheets. Roughly speaking, the Earth passes through our sun's heliospheric sheet twice per month, and the solar system passes through the Milky Way's galactic current sheet every 12,000 years. Okay. Jetzt suche ich ja nur diesen Autoshop, ne? Roach habe ich gefunden. Der wird doch 100 Bodenschlüssel haben. Magst du nicht mal verziehen? Ein Gangry Safe Schlüssel. Das war, glaube ich, eine der Gebäude tatsächlich da hinten. Da habe ich ja zumindest einen gefunden. Wenn es da drin bleiben sollen. Das ist ja das Doofe, die speziellen Zombies dazu, die die Schlüssel haben, es muss nicht unbedingt sein, dass die auch direkt daneben stehen. Beziehungsweise in der Nähe. Es kann auch sein, dass die komplett am anderen Ende der Map sind. Wodurch? Ich hab's nicht mal berührt. Muscle Beach. Benutze Autos.
Hier ist der Scope, den ich suche. Und ein weiterer Quadrotten. Da ist mein Scope. Okay, Constant. Constant. I found this just for you. Die Welt nach den Autophagen. Auf diesen Horror war mir nicht vorbereitet. Selbst jetzt, Monate nach der Katastrophe, habe ich Mühe, mich an alles zu erinnern. Unsere 6 Testpersonen schienen einzuschlafen und zu sterben. Abgesehen von erhöhter Temperatur gab es keine Hinweise auf eine Belastung des Stoffwechsels durch eine Vergiftung oder Krankheitserreger. Es war niederschmetternd. Wir glaubten nie, irgendeinen grundlegenden Mechanismus beschädigt zu haben. Wir mussten etwas Offensichtliches übersehen und diese armen Menschen durch ihre Inkompetenz getötet haben. Diese 6 Toten lagen uns schwer auf der Seele und dann erwachten sie. Unsere Anlage war auf einen solchen Gewaltausbruch nicht vorbereitet. Wir haben etliche Menschen verloren, was uns schmerzte, aber der größte Teil des Kernteams überlebte, gerettet nach 9 Tagen auf See. Der einzige Grund, warum wir der totalen Katastrophe entgangen sind, war die isolierte Lage unseres Labors. Unsere Offshore-Anlage, eine Lösung, die man ursprünglich aufgrund der steuerlichen und regulatorischen Vorteile gewählt hatte, stand durch den umgebenden Ozean unter einer Art natürlicher Quarantäne. Unser aller Überleben haben wir also letztlich der Entscheidung von Erbsenzählern und Anwälten zu verdanken. Okay, noch was von Room? Spät im Jahr 2010. Nach einer kurzen Pause, in der wir uns sowohl logistisch neu aufstellen, als auch mental sammeln konnten, wenden wir uns nun wieder der Arbeit zu. Die Post-Mortem-Untersuchungen sind verblüffend und stellen unser bisheriges Verständnis des Menschen grundlegend in Frage. Wir sehen uns mit Paradigmenwechsel von existenzieller Bedeutung konfrontiert. Der Mensch ist Teil eines bimodalen Organismus. Unsere Experimente beweisen, bestätigt durch die Ergebnisse von Schwesterprojekten, dass die Menschheit nur ein Aspekt eines größeren Lebenszyklus ist. Wir sind eine janusköpfige Spezies und eine Seite ist sich dabei der anderen nicht bewusst. Wir gingen immer davon aus, dass unsere DNA exklusiv uns gehört. Nun sieht das Ganze nach aus, als wären wir lediglich eine von mindestens 2 Projektionen, die der wahre Wesenskern unserer DNA nutzt, um sich zu inkarnieren. An einem bestimmten Clip-Punkt schaltet unsere DNA um. Sein Zustand wird aufgegeben, während der andere seinen Platz einnimmt. Der Modus der menschliche eines eukaryotischen vielzelligen Organismus ist fruchtbar und exuberant. Eine Explosion des Lebens. Der andere Modus, der eines virusähnlichen Nanonids, scheint nur ein Ziel zu kennen. Zu zerstören und sich dabei selbst völlig auszubrennen. Er verwandelt die Toten in belebte Zombie-Vektoren für Infektion und Zerstörung. Eine Armee mit nur einem einzigen Zweck, die Vernichtung allen menschlichen Lebens. Es ist die reine Verkörperung des Todes, das Ende jeder Zivilisation. Und diese Zeitbombe tickt in jedem Mann, jede Frau und jedem Kind auf dieser Erde. Wir haben die Kehrseite der janusköpfigen Wesenheit Autophage genannt. Okay. Ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal meine Liste. Metro haben wir. Hollywood müssten wir haben. Beim Pier haben wir beide. Ocean Avenue haben wir auch alle 4 abgehakt. Venice Beach haben wir jetzt gerade alle 3. Monarch Studios haben wir letztes Mal. Beverly Hills haben wir direkt beim ersten Scope Hunt gemacht. Hypon Hotel haben wir letztes Mal. Und Bel Air haben wir auch letztes Mal. Ja, mit den Scopes müssten wir fertig sein. Okay, das war das letzte Scope, so gesehen. Aua. Heule des Anzapfens. Das war das, was ich gerade eben meinte. In manchen von denen ist guter Kram. Und dann gibt es solche wie die hier, wo ich mir nur denke, Junge, warum? Also, das ist ja sogar halt erst jetzt aufgetaucht, weil an der Stelle, wo der Zombie dazu war, da war ich mindestens schon so 20 Mal vorbeigelaufen und da war nichts.
Ja. Dann habe ich hier die Suche auch abgeschlossen, würde ich einfach sagen. Also wenn jetzt bei der Ocean Avenue nichts ist, dann muss ich wirklich einmal rumschauen. Ich könnte natürlich auch instant jetzt einfach googeln, falls ich jetzt nichts angezeigt bekomme. Weil einfach random zu suchen, das kann ewig dauern, Leute. Also wenn mir jetzt hier keine Nebenquest angezeigt wird... Ne, mir wird ja auch keine Suchmeldung angezeigt. Na, ich würde dann einmal so hier drumherum gehen. Auch hier gucken. Dann würde ich eventuell hier einmal reinsprinten. Ich würde aber wirklich halt nur so durchsprinten. Ich würde nicht versuchen, jetzt hier explizit alles vor Ort zu töten. Außer das Spiel sagt mir, töte alles. Ich sollte eventuell meine Munition nochmal auffüllen mit Crafting. Ich kann ja sicherheitshalber nochmal gucken hier, weil hier war ja auch ein Scope. Ich dann auch bei LA News bin, dass ich da mit dem Scope sicherheitshalber nochmal quatsche. Okay, Constant. What you got for me? Ach, das hatte ich tatsächlich noch nicht eingesammelt. Look what I found for you. I thought this would be helpful. I thought you'd like to stay informed. I thought you'd like to stay informed. War bestimmt ein interessantes Gespräch für so Constant. Okay, dann auch nochmal bei LA News reingucken. Warte mal, dann mache ich mir die Seite nochmal auf. Ich nochmal gucke. Zweiter Stock Konferenzraum wäre das dann. Oh, ich habe einen Talkshow-Gast gefunden. Okay, der Schlüssel für den Redaktionskoffer. Ja, mal markiert. Einfach mal direkt gesprengt. Das ist erster Stock. Wo geht's denn noch einen höher? Ich suche ja auch allen voran diesen komischen Konferenzraum. Hi. Von der Etage her müsste ich eigentlich richtig sein. Konferenzraum. Müsste auch hier sein. Ja, hier ist das Scope. Hi there, Constant. Yo, Constant. Okay, Constant. Ne, das hier habe ich 100%ig eingesammelt. Okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall alle Scopes. Ich kann mich jetzt unten nochmal umschauen.
Ach, hier ist auch irgendwo das Ding. Sturmschrotflinte der Taktik. Ist das eine bessere Sturmschrotflinte als meine? Wenn nicht, hat sich das null gelohnt. 2,6. Ne, ist eine schlechtere. Geil. Aber hey, ich hab die Kiste. Ich kann da noch reingucken. Okay, hier ist auch zu 100% nichts. Okay. Heißt, ich habe keinen blassen Dunst, also keine Gedankenmöglichkeit mehr, wo das sein könnte. Allerhöchstens noch irgendwo eventuell im Parkhaus hier vom Sterling Hotel. Das ist wirklich das allerletzte, was mir einfällt, aber das, dann wäre da ja trotzdem wahrscheinlich nur eine einzige Quest. Also da besteht dann immer noch die Frage, wo die anderen drei wären. Also ich schmeiße jetzt einmal Tante Google an, guck, was die mir sagt. Ich stelle mich mal so lange mit Ausblick nach draußen hier vorne hin, damit ihr zumindest einen schönen Ausblick habt. Und jetzt schmeiße ich einmal Tante Google an. Weil ich weiß echt nicht mehr, wo ich suchen soll. Okay. Hätten wir das geklärt. Alles, was ich sonst noch auf der Liste hier habe, ich habe jetzt extra hier nochmal geguckt, also hier nur bei Ocean Avenue, Rest habe ich ja gemacht, kann ich erst nach Abschluss der Hauptstory machen. Das heißt, diese letzten vier Quests, die ich da sehe, die kann ich heute gar nicht machen. Oder zumindest jetzt gerade nicht. Wir können jetzt nur die letzte Story-Quest abschließen und ich denke mal, die Nebenquesten da beim Hollywood Boulevard, die kommen auch erst nach Abschluss der Hauptstory. Das heißt, wir werden jetzt zum Hollywood Boulevard gehen und die Hauptstory abschließen. Und die letzten Nebenquesten würde ich dann eventuell nochmal ein Zusatzteam eventuell machen. Wenn da ja sogar schon so angepriesen wird mit, das ist die härteste Quest im gesamten Spiel, dann werden wir da wahrscheinlich auch unsere persönliche Hölle treffen. Hier war auch das eine Scope, ne? Okay, Constant, what's up? I thought this would be helpful. So, hier ist jetzt nichts, was ich sonst weiter mitnehmen müsste. Dann gehen wir mal weiter. Nice try, Ruben, but I'm not giving up this time. Ich guck, ob ich irgendwas nachladen muss. Erscheint nicht so. Okay, wenn die Waffe schon wegpackt, dann passiert hier jetzt irgendwas. Your sick fucking experiment stops right here, Doctor. Wait! You don't understand. Tisha, it's me. I'm not a zombie. What are you then? Yeah, why don't we find out? What am I, Doc? You infected the city! People I loved! All of them! Dad? What did you do? I... What did you do? I killed millions to save billions! Why? Why did you do this? Because you were so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I couldn't complete the cure without you. The cure's worse than the disease. No. No. The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I found a clock hidden in our DNA, counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero,
The art of fate will erupt in every man, woman, and child on Earth. I had to stop it. It's in everyone? Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad thinks the out of fate exists to create the Newman, but your anomaly's the best. Puppets are worst. I can hear them, feel them. We're joined. Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it, or she... I can only spare a few drives, but it'll neutralize the autophage, make you human again, all right? Now just... Go! Go! I can't hold on much longer! No! Use it on yourself! Sweetheart. Sweetheart. You don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the Newman blood, she becomes the cure. To be harvested every day for the rest of her life. I've taken everything from you. I'm so sorry! Get her up! Get her out of LA! I know what happens next. We gotta go. Don't touch me! Disha, it's too late! We have to go! Now! Run! Get out of here! Rubinator. Okay. Statt Mutator, Rubinator. Wann wurde er denn infiziert? I'm ready. Ah, cabron! Ach nö, er hat Freunde. Oh! Apex-Varianten, ja toll. Von Dr. Kelly. Ein Erfolg. Wir haben es geschafft, Autophagen-Evolutionen. Wir haben dafür den Begriff Apex-Varianten geprägt, aus grundinfizierten Menschen künstlich auszutragen. Dr. Huais eigenhaltiges aerogenes Substrat hat sich nicht nur als wirksam erwiesen, um Testobjekte einzudämmen, sondern es hat uns auch ermöglicht zu testen, welche Apex-Varianten in welchen Magnetfeldumgebungen entstehen. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass der Autophage auf natürliche geomagnetische Kräfte reagiert und nanoskalige Grafikstrukturen aufbaut, die diese Energie nutzen. Wir konnten dies nun verifizieren und haben beobachtet, dass diese Beziehungen für den Entwicklungsweg jeder Apex-Variante von grundlegender Bedeutung ist. Wir stehen kurz davor, jede beliebige Apex-Variante züchten zu können, indem wir einfach die magnetischen Resonanzfrequenzen in einer beliebigen künstlichen Gebärmutter modulieren. Darüber hinaus ist es uns gelungen, jede Apex-Variante so zu stimulieren, dass sie die unterschiedlichen Graphenphysiologien auf der Makroebene annimmt, die mit Superkapazität, Plasmafokus und der Produktion von schwarzem Wundsekret verbunden sind. Bislang ist es uns nicht gelungen, eine Frequenzreihe zu finden, die ein Subjekt in einen Numen-Zustand versetzt. Allerdings hat Dr. Mirse am Standort B von einer Form der quasi empfindungsfähigen Apex-Variante berichtet, die nach unserem Wissen einzigartig ist. Sie beobachtet dies weiter und berichtet uns täglich. Okay. Nicht vergessen, dass hier einer von denen ist. Direkt mal den Schreier ausgeschaltet.
Nein, Klappe halten. Ich mach mal alles fertig, was hinter so einem Teil sitzt. Bevor ich mich um Rubinator kümmere. So, sonst noch irgendwo was dahinter? Die sitzt noch mal im Malma. So, dann werfe ich jetzt den. Und aktiviere das. Und dann erlöse ich Ruben. Fuck you, dude! I'm not giving up! So, wartet. Ruben vernichtet. Muss hier raus, hab ein zweites Ding bekommen, wo ich jetzt noch was ausrüsten kann. Oh, nehme ich das Schädelstampfen mit. Ich dachte, da käme jetzt eine Sequenz. Puta! Oh, gotta get out! Weise noch mal die Munition aufzufüllen. Mit den normalen Zombies komme ich ja easy locker fertig. Fuck, Tisha! Tisha! She's smart. She wouldn't hang around. Gottes Willen. Oh, hier war noch mal ein bisschen Gewehrmunition. Das Gute ist, die sind alle angeschwächt. Just gotta get back to the chopper. Einfach so töten. Oh, mach mir nicht einfach. I know you made it. Always the worst timing. Hier kommen wohl alle von den Emmy Awards. You really are everywhere, huh? Ich bin gerade zu doof zum Treffen. Wann hat sich in Ruben eigentlich infiziert? Okay, wir sind knapp vom Helikopter. Ich weiß, dass da welche angerannt kommen. Ich renne jetzt einfach durch zum Helikopter. Darf gerade noch nicht, warum auch immer. Ja genau, sprengt euch alle zusammen. So, öffnen.
You seen Tisha? Oh. Who? A girl with a crossbow. Oh, I haven't seen anyone. The doctor? Dead. Mierda. Goodbye. Again? Wait, wait! It's what I deserve. This time, there's another way. I got a one-shot cure from the lab. It was meant for me, but I don't need it. Sam does. Not his head, you idiot! Ay, puta. My bad. You see, I'll always come back for you. For some reason, I'm starving. Got any of that pastrami? Perfect. Hey. We gotta get going. You guys go. There's a girl out there. She's the cure. She could really use a friend. Here. Go save the world. Thanks, man. Thank you. We won't waste this. Good luck. Er weiß, wie man richtig fliegt. Just think it. And it's done. Cadenza? Their song is incoherent. Decided to stay with us? For Tisha. That the only reason? Geiler Moonwalk. Dass da am Ende nochmal erst Dead Island stand und der Kopf genauso liegen bleibt, dass er entsteht. Ja, aber gut, ne? Mit der Hauptstory sind wir hier durch. Hier wäre wahrscheinlich ein Song, aber ich habe ja diese copyrighted Musik ausgeschaltet. Deswegen kommt hier nichts. Ich finde es schön, dass man das übrigens einstellen konnte. Dass ich mir in der Hinsicht keinerlei Sorgen machen musste. Also ich komme mal ins Bild zurück, eben kurz. Mit der Hauptstory sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Da hat ja echt nicht mehr viel gefehlt am Ende. Ich überlege gerade mit diesem Aftergame-Content, das sind ja diese vier Missionen. Ich denke mal, dass man die relativ schnell fertig kriegen kann. Aber ich glaube schon, dass ich dafür noch einen weiteren Stream tatsächlich nutzen würde. Und das dann auch den Aftergame-Content nennen würde. Mit der Hauptstory sind wir auf jeden Fall durch. Kann ich das überspringen? Ich kann zwar Optionen drücken, aber ich habe hier keine Überspringen-Möglichkeit. Und auch keine Möglichkeit, das irgendwie so ein bisschen schneller laufen zu lassen. Also lege ich den Controller einfach beiseite. Auf jeden Fall
Dead Island kann ich ja auf jeden Fall sagen. Das Spiel war auf jeden Fall sehr geil. Storytechnisch fand ich es auch viel cooler als das vorherige. Also das erste Dead Island. Aber bei Dead Island 2 muss ich sagen, da hat mir das Crafting-System nicht so doll gefallen wie bei Dead Island 1. Weil bei Dead Island 1, da konntest du wirklich ganz spezielle Waffen machen. Und hier war das einfach nur, ja, du klatschst die Mods drauf. Das hat mir nicht so sehr gefallen. Aber die Nebenstorys, die waren auf jeden Fall alle sehr interessant. Die Suchmenüs-Questen eher weniger. Aber auch die waren relativ interessant. Wie gesagt, wir haben ja noch 6 Questen vor uns. Also 3 Nebenquesten und 3 Suchmenüs-Questen. Und dafür mache ich auf jeden Fall dann noch meinen Extra-Stream. Da werde ich dann aber auch wirklich gucken, dass ich alle mitnehme. Wir würden uns dann auch nur auf die Questen konzentrieren. Ich würde nichts Nebensächliches machen, außer vielleicht Munition craften etc. Und dann sind wir definitiv auch komplett durch mit dem Spiel. Also es ist gut, dass ich nochmal gegoogelt habe, dass man die erst nach dem hier bekommt. Ich habe mir ehrlich gesagt auch irgendwo gedacht, dass wir wahrscheinlich hier bleiben, allein schon um diese 4 Ultratypen auszuschalten. Es tut mir leid, dass hier keine Hintergrundmusik ist, aber wer irgendwas Copyright geschützt ist. Ich kann ja irgendeine Hintergrundmusik in der Nachbearbeitung drunter legen, dass es hier ein bisschen spannender klingt. Naja. Ich kann jetzt hier leider nicht so wirklich sagen, genießt die Credits, weil hier die Credits sind tatsächlich sehr uninteressant, muss ich tatsächlich sagen. Also ich lasse bei jedem Projekt ja immer so am Ende noch die Credits ablaufen, weil ich dann immer so denke, ja, da passiert jetzt noch irgendwie was. Aber hier habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Ich denke mal, sobald die abgelaufen sind, werden wir einfach da stehen, wo der Helikopter war. Oder in irgendeiner Base, und wo wir sicher sind. Aber wie gesagt, mit der Hauptstory sind wir auf jeden Fall durch. Und mir hat das Spiel auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das werde ich auch beim nächsten Stream nochmal erwähnen, dass mir das Spiel Spaß gemacht hat. Ich finde die ein oder andere Sache, wie zum Beispiel die Scopes, mega gemein gemacht, weil man die erst so knapp vor Ende absammeln konnte. Und auch hier diese Kunstquest von dieser einen Kunsttante fand ich gemein, weil du erst so gegen Ende wirklich die abschließen konntest. Also ja, die ein oder andere Nebenquest war wirklich zum Kotzen oder gemein gemacht, weil du die wirklich erst spät gegen Ende machen konntest, obwohl du schon das Gebiet hattest. Es gab hier und in das eine, das mich natürlich auch gestört hat, wie zum Beispiel die Standbilder ab und zu, die ich hatte, wo ich dann wirklich schon Angst hatte, dass mein Spiel jetzt, warum auch immer, abgestürzt ist. Also ich weiß nicht, ob es an mir lag, also an meinem PC. Oder ob das generell wirklich bei jedem so ist, dass man an der einen oder anderen Stelle wirklich einfach ein Standbild hat und Angst haben muss, dass das jetzt wirklich komplett abschmiert. Naja, ich kann jetzt hier an der Stelle nur warten, bis die Credits ablaufen. Keine Ahnung, wie lang die gehen. Ich würde sagen, ich mute mich einfach mal, pack den Avatar aus dem Bild. Und falls danach eine Sequenz kommt, dann seht ihr die. Ich mute mich jetzt, wie gesagt, und pack den Avatar aus dem Bild. Okay, Leute, ich habe jetzt mal eben kurz hier nachgeguckt, wie lang die Credits eigentlich gehen. Die gehen 18 Minuten, Leute.
Ich gucke jetzt, also ich habe jetzt hier extra geguckt, weil mir die schon sehr lang vorkommen. Ich will gerade nur in dem Video, was ich gerade gefunden hatte, gucken, ob irgendwas am Ende der Credits noch kommt. Wenn nicht, dann drücke ich jetzt einmal auf Hauptmenü. Also ich habe jetzt halt sicherheitshalber mal nachgeguckt. Also die gehen 18 Minuten, wie gesagt. Nee, da kommt nichts Spezielles. Also mache ich einmal mich wieder ins Bild. Und tue ich das jetzt nicht an, dass die Quellen jetzt 18 Minuten runterlaufen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt genau das bekomme, was ich hier gesehen habe. Dann seht ihr übrigens nochmal die Prozente. Wir sind bei 87%. Der hat das, glaube ich, tatsächlich nicht abgespeichert. Ich prüfe es gerade sicherheitshalber. Ansonsten würde ich offscreen wirklich diese Credits ablaufen lassen, weil 18 Minuten Credits sind schon sehr, sehr lang. Da würde ich wirklich einfach einfach mal so ins Spiel reingehen, Credits ablaufen lassen. Ja, man... ich hatte ja auch keine Möglichkeit, die zu überspringen, also ich muss die einmal offscreen ablaufen lassen. Weil das tue ich euch jetzt hier nicht onscreen an. Na gut, wie gesagt, drei Nebenquests gibt es noch. Sechs insgesamt, wenn man die Suchmeldung noch dazu hinzuzählt. Die Herausforderung jetzt mal komplett in den Schatten gestellt. Auf jeden Fall, an der Stelle verabschiede ich mich von YouTube. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Video hier an der Stelle. Bei den Credits habe ich jetzt direkt weggeschnitten, weil die, wie gesagt, 18 Minuten lang waren. Und ja, jetzt hier 18 Minuten mich hinzusetzen und die Credits ablaufen zu lassen, ohne irgendeine Hintergrundmusik, das wäre schon mega langweilig. Also, gib mir doch dann wenigstens die Möglichkeit zu beschleunigen, wenn ich so lange Credits habe, denke ich mir. Oder sie zu überspringen, aber ich hatte die Möglichkeit nicht. Ich habe wirklich jede Taste einmal gedrückt. Naja. Von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.